哈利路亚，奉耶稣圣名，我们在这个安息日，我们又能够来到会堂，在这边一起来敬拜神。哈利路亚，im Namen Jesu, wir danken Gott, dass wir uns hier versammeln können und den Sabbat halten können. 因为有疫情关系，所以我们的人数也就是完全数了。Und entsprechend den Regeln der Pandemie sind wir gerade vollkommen.好，那今天讲一个也是讲人，但是特别今天在我们曼汉，从海德堡到曼汉教会一个特别的日子。Heute ist ein besonderer Tag für uns。因为从今天开始呢，我们这里的负责人就有六个。Denn seit diesem Jahr haben wir nun 6 Beauftragte。这是很特殊的一个日子。Das ist ein besonderer Tag. 那希望也借着这个，那个我们的职就是护证会的扩大，让这个教会有一个远景扩大。Und wir hoffen und bitten Gott, dass durch die Erweiterung der Beauftragten auch unser Horizont erweitert wird. 那我们上个礼拜我们有安利两位执事。Und letzte Woche hatten wir auch die Ordination von 2 Diakonen. Und heute ist die erste Besprechung der 6 Beauftragten in Mannheim. Und deswegen studieren wir gemeinsam das Thema Ich bin, was ich bin. 神是我是我是 Gott ist, ich bin, ich bin. 那我们呢是我是什么我是，所以我们是一个什么。Und ich bin, was ich bin. Also bei uns kommt noch was dazu, also das beschreibt, was wir denn sind. 那我们先来看那个哥林多前书十五章第十节。Lasst uns gemeinsam lesen, 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 10.哥林多前书十五章十节。1. Korinther, Kapitel 15, Vers 10. 奉主耶稣圣名念圣经。然而，我今日成了何等人？是蒙神的恩才成的，并且他所赐给我的恩不是徒然的。我比众使徒格外劳苦。这原不是我，乃是神的恩。Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Das ist ein Satz, der in der ersten Zeit ist, um eine Zwang, kann man eine ganze Gefühle zwangsläufig, eine sogenannte那个 particle 一个指词开始的中文是然而 Hier beginnt es mit einem Wort, das eine Beschreibung umdreht. Aber 你 很棒啊 Du bist sehr toll. 但是 Aber 然而那就不好了嘛 Und dann wendet sich das ins Schlechte.哎呀，你虽然不太好啊。Wenn man aber sagt, ah, du bist noch nicht vollkommen. 但是呢，你很有用。我们看到从坏的转好的，从好的转好的一个词，就是然而。Vom Guten ins Schlechte, vom Schlechte ins Gute kann man durch dieses Aber das wenden. 好，那个保罗的他之前是什么 ？Paulus, was war er denn vorher?如果我们看十五章哈，那个 Kapitel 15 lesen， 第九节哈 ，Vers 9，十五章九节，我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。Vers 9, denn ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe。好，那其实他是在讲。他以前的经历 Er beschreibt seine vorherige Erfahrung.
如果我们看那个提摩太前书一章十五节、十六节就知道。Und dann, wenn wir im 1. Timotheus Kapitel 1 lesen, dann wissen wir. 提摩太前书一章十五节、十六节哈。1. Timotheus Kapitel 1, Vers 15 und 16. 他在讲在罪人当中。他说：“基督耶稣降世是为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是罪魁。” In Vers 15, 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 15, das ist gewisslich wahr und ein teuerwertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. 人常常会比赛嘛。Im Leben gibt es viele, viele Wettkämpfe. 音乐听说肖邦大赛是很难的。Beim Klavier zum Beispiel gibt es einen Chopin-Preis, der sehr schwer zu gewinnen ist. Nur nicht so, die Ming, die da. Und wenn du da den ersten Preis machst, dann bist du toll. Paulus ist auch der Erste. Unter was? Unter den Sündern ist er der Erste. Das ist nicht etwas Gutes. Das ist schlecht. 但是他自己知道。Er weiß selbst. 他是罪人当中第一名。Dass er unter den Sündern der Erste ist. 所以十六节是他然而我们的那怜悯呢。In Vers 16 auch wieder die Wende, aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren. 所以保罗之前是逼迫教会的。Paulus, einer, der die Gemeinde Gottes verfolgt hat. 他是瞎眼的。Er war blind.他不认识耶稣的。Er kannte Jesus nicht. 那现在，但是呢 ？Aber. 啊，我们，我今日成了何等人 ？Ich bin, was ich bin, sagt er. 这里就告诉我们，有一个这个转折不是自然的转。Dieses Aber, das die Wende hervorbringt, ist nicht aus natürlichen Ursprüngen entstanden.耶稣把他转过来的 ，sondern durch Gottes Gnade。好，那在我们看到他说：“我今日成了何等人。” Indem Paulus hier sagt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin。在这里有以德文来讲，有两个是哈。Dann gibt es zwei， 两个 bin 嘛哈。Gibt es zweimal bin。哎，他第一个 bin 是什么？ Oder zweimal die eine Form von sein。他以前有一个是。Früher war ich etwas. 以自己为中心的。Und er, früher war Paulus, hat er sich selbst im Zentrum gesehen. 活在自己的价值里面。Er lebte in seiner eigenen Wertewelt. 用自我来做判断，来做衡量。Und er nahm sich selbst als Standard und seine Meinung als Messschnur. 他个性又很强。Und Paulus war ein starker Charakter.在世界他是有成功的。In der Welt war er auch erfolgreich. 他常常考试第一名。Und er war häufig der Erste, wenn, sagen, in verschiedenen Disziplinen. 他说他在同辈里面呢是最厉害的。Er sagte, in seiner Generation war er einer der Besten. 但是最后呢，他就是罪人当中的第一名。Letztendlich aber sah er sich selbst als der Erste unter den Sündern.为什么这样？ Warum ist das so? 这是两个层面啊。Sind wir wieder bei dem Modell der zwei Ebenen. 在世上你很有信心，很自信很强，他天资又不错，又很努力，他在世上就第一名，所以他都是常常第一名的。Wenn du in der Welt selbstbewusst bist, ein helles Köpfchen hast, dann kannst du überall der Erste sein. 在属灵呢？ Geistlich aber gesehen?他没有被神的光所照。Da war er zu Beginn noch nicht durch Gottes Licht erhellt. 他是瞎眼的。Da war er blind. 结果呢，犯很大的罪啊。Und er beging große Sünde. 所以是罪人当中的第一。Und so wurde er der Erste unter den Sündern. 但是现在呢，他有改变了。Nun aber gibt es eine Änderung. 改变在哪里？Worin hat er sich geändert? Lasst uns weiter lesen. Er sagt, 我如今成了何等的人，为什么会成这样子呢？
Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und wie ist er dies geworden, was er nun ist? Durch die Gnade Gottes. Der Ursprung seines Seins ist jetzt nicht mehr ich bin, sondern durch Gottes Gnade ist er. Also Gottes Gnade hat ihn verändert. Und diese Veränderung in seinem Wesen brachte auch Veränderung in seinem Leben insgesamt. Und eine solche Änderung ist aus weltlicher Sicht gesehen, war die nicht erstrebenswert. Warum? Denn nach dieser Änderung, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Ja, er musste arbeiten. Diese Arbeit ist keine fröhliche Arbeit, sondern es ist eine Arbeit voller Leid. Und dieses Arbeiten vom Wortstamm her ist wie eine Last tragen. Und das ist das, was im Alten Testament geschrieben steht, mein Leben lang sich abgemüht. Im 1. Mose Kapitel 3, Vers 17. Und diese Arbeit, dieses Mühen, das ist der Fluch, ein Fluch Gottes. Und das ist der Fluch nach dem Sündenfall. Du sollst nicht davon essen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren und dein Leben lang. Das ist diese Mühsal, diese Arbeit. Und im Psalm 90, der uns auch sehr vertraut ist, Psalm 90, Vers 10, unser Leben wäre 70 Jahre. Und wenn ich Psalm 90, Vers 10 so lese, dann fällt mir ein, dass ich nächstes Jahr 70 werde. Und dann ist das bald soweit. Also es ist nicht mehr weit weg. Deswegen muss man sich darauf vorbereiten. Vor zwei Tagen habe ich Kontakt gehabt mit meiner Schwester, die ist 4 Jahre jünger als ich. Und sie hat gesagt, jetzt hat sie keine großen Sorgen mehr. Jetzt die einzige Sorge, die sie hat, ist, dass sie sich vorbereitet, also um Jesus zu treffen. Das heißt, und sie wollte spenden. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre, Psalm 90, Vers 10. Was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Und das ist das, was wir lesen. Unter der Sonne fährt alles schnell dahin, es ist alles vergebliche Mühe. Und Paulus? Er war der Erste unter den Sündern. Und Gottes Gnade gab ihm die Wende. Und jetzt, was ist er jetzt? Jetzt ist er einer, der diese Mühe hat, der viel arbeiten muss.
Diese Mühe aber ist nicht die Mühe des Fluches, sondern Philippa 2, Vers 12. Philipper Kapitel 2, Vers 16. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. 那个哥罗西书1章28节29节 Lesen wir weiter in Kolosser Kapitel 1, Vers 28 und 29. 在这里保罗说我们传扬他也是用诸般的智慧劝诫个人教导个人把个人在基督里完完全全的引到神面前29节我也为此劳苦 Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab. Also diese Arbeit, diese Mühe, all das tut Paulus. Paulus ist also geworden einer, der sich abmüht, einer, der arbeitet. Na, 他的一生从得到神的光照之后，变成一个真的进入到劳苦里面。 Paulus also einer, der nachdem er von Gottes Licht erhellt wurde, der dann in die Mühe Gottes einstieg. 我们来看几节哈。 Lesen wir weitere Verse dazu. 彼得后书，那哥林多后书6章5节。 2. Korinther Kapitel 6. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 5. 当然这里很多了，他在讲自己的苦难的那个一览表，就是。 In 2. Korinther Kapitel 6, ab Vers 3, da geht es um all seine Leiden, die er leiden musste. 来，第一个鞭打。 Und lesen wir Vers 5, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, und hier in Mühen, da haben wir sie wieder, die Mühen, im Wachen, im Fasten. Hier also in Vers 5 die Mühen, die Paulus erleiden musste. 主耶稣不是说吗？劳苦担重担的人可以到我这里来吗？ Hat Jesus nicht gesagt, alle die mühselig und beladen sind, können zu mir kommen? 同一个字劳苦的。 Was die gleiche Mühe, diese Mühsal, das ist das gleiche Wort. 你本来是劳苦的，在世上。 Auf der Welt warst du mühselig beladen. 劳苦、空虚、混沌、幽暗。 Alles war leer und wüst. 然后呢？ Und dann? 信耶稣啦, Nun kommst du zum Glauben an Jesus. 耶稣让他要进入到另一个劳苦里面。 Jesus aber hat Paulus in eine andere Mühsal gebracht. 现在劳苦不是他自己的劳苦了。 Diese Mühe aber ist nicht mehr seine eigene Mühe. 这个劳苦是为了主耶稣在神的恩典之下的劳苦。 Sondern diese Mühe findet in der unter der Gnade Gottes statt. 我们再看一下那个哥林多后书11章23节。 Lesen wir weiter in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 23. 他是更多的，他说，他们是基督的仆人吗？我说句狂话，我更是啊，我比他们多受劳苦，多下监牢，多受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。 23. Sie sind Diener Christi. Ich rede wieder alle Vernunft. Ich bin's weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. So,
Diese Arbeit, diese Mühe ist also im Dienst für Gott. Also im 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 3 steht. 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 3. 在神我们的父面前，不住地纪念你们因信心所做的功夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。 Und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. 你可以看到这长存的三样事情. 3 Dinge, die lange währen. 信望爱. Glaube, Liebe, Hoffnung. 在这里呢,他先讲信, Hier spricht er erst vom Glauben. 信心的功夫. Die Werke im Glauben. 那盼望呢,是盼望耶稣基督, Und die Hoffnung besteht auf Jesus Christus. 现在呢? Und jetzt? 爱心. Haben wir Liebe? 我们常常讲爱,爱,爱嘛, Und die Liebe ist ein... Darüber redet man gerne, Liebe, Liebe, Liebe. 爱心所受的劳苦. Hier aber ist es Arbeit in der Liebe. 爱心的劳苦. Die Arbeit in der Liebe. 这个对负责人来讲是很重要的. Und das ist ein Schlüsselelement für die Beauftragten. 我们 一般来然后就到教会，啊，享受主耶稣的爱，啊，享受同龄的爱。 Wenn wir in die Gemeinde kommen, freuen wir uns und genießen die Liebe Gottes, wir genießen die Liebe der Geschwister. 小孩子，我们说，哦，一个赤子之心来享受主的爱。 Wir kommen wie Kinder und genießen die Liebe Gottes. 长大了。 Und nun sind wir erwachsen geworden. 当父母的，有没有爱心？有啊。 Und die Eltern. Haben Sie Liebe? Empfangen Sie Liebe? Ja. 小孩子越小，你付出的爱心的那个劳苦越多啊。 Aber je kleiner die Kinder sind, desto mehr Arbeit der Liebe müssen die Eltern reinstecken. 一个有爱心的爸爸每天说：“好累啊，为什么？小孩子要不是要尿尿，又是放那个换尿片，又是大便小便，要吃这个吃那个。” Und so sind Eltern meistens müde. 所以爱心的劳苦要记住. Deswegen denken wir an die Arbeit in der Liebe. 世界上你在付出付出的时候, Wenn wir in der Welt unsere Zeit und Energie in etwas reinstecken, 一般都是如果要有鼓励的, dann brauchen wir eine gewisse Motivation. 对不对? 一般如果有一个垃圾,你看,有人过了,你想说,捡一下。 别人说,啊,下次,再捡一下,对不对?小孩子也一样嘛,有鼓励才会进步。 Wenn man einen zum Beispiel auf der Straße Müll sieht und man sammelt es auf und die ganze Straße applaudiert, dann tut man es vielleicht beim nächsten Mal auch wieder. 最常常看到的就是有那个捐款嘛,那做一个shake那么大,如果很大,两三个人排在那个 那个那一张支票，那应该假的吧？哦，多少钱呢？ Und am offensichtlichsten ist es, wenn Spenden übergeben werden und man macht so einen großen Scheck und schreibt da die Summe, die gespendete Summe drauf und dann stehen die, die das gespendet haben, dahinter. 好，那我们来看启示录。 Lasst uns dazu lesen, Offenbarung. 我们在爱心付出的时候, die Arbeit in der Liebe, wenn wir diese aufbringen, 你暗暗的付出, und jetzt tun sie im Stillen, 第二章第二节, lesen wir Offenbarung, Kapitel 2, Vers 2. 启示录二章二节, Offenbarung 2, Vers 2. 这主耶稣跟以弗所教会所讲的, Das ist ein, das sagt Jesus der Gemeinde in Ephesus. 我知道你的行为，劳碌，也就是那个劳苦了哈，忍耐。
也知道你不能容忍恶人，也曾经试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们的假来。第三节，你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。Vers 2, ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Früher gab es eine Frau des Ältesten, eines Ältesten, sie ist auch schon lange verstorben. Und als sie klein war, hatte ich schon einen sehr guten Eindruck von ihr. Sie war sehr sanft zu den Menschen. Und war auch sehr fähig. Und hat auch in der Gemeinde sehr viele Dinge angeleitet. 相同的, 有时候有一些人, 很, 本来是都是一样的, 怎么忽然, 当什么了? Und manchmal entsteht dann das Gefühl bei denen, die sozusagen im gleichen Alter, in gleicher Position sind und fragen sich dann, oh, warum ist diese Person in Anführungsstrichen aufgestiegen? Hey, 那就是所谓的嫉妒, und dann entsteht Neid. 所谓的嫉妒就是 你没有办法接受别人, und der Neid entsteht dadurch, dass du nicht annehmen kannst, dass andere besser sind als du. Und in der Welt passiert das oft. Miriam zum Beispiel. Als ihr Brüder klein und schwach war, schaute sie ganz fürsorglich nach ihm. Das ist die Liebe des Stärkeren. Und das ist einfach so zu lieben. Ich bin stark und ich helfe dir. Und dann sprach Gott direkt mit ihrem kleinen Bruder, mit Mose. Und dann dachte sich Miriam, ich bin deine große Schwester. Wie kann es sein, dass du die ganze Zeit vor Gott kommst und warum bin ich nicht auch mal dran? 应该是我你姐姐啊，应该尊重一下你。下次若神说要讲话，你说哎，我姐姐来啊。 Und eigentlich solltest du mich respektieren und nächstes Mal, wenn Gott dich ruft, dann sagst du zu Gott, hier, ich geb dich mal an meine Schwester. 当然，摩西不会想这些的。Mose hat so nicht gedacht. 啊，他自己没有。 Miriam hat das nicht empfangen. 也没有关系嘛，神也是喜欢他的。 Das macht an sich eigentlich nichts. Sie fand trotzdem Wohlwollen vor Gott. Und jeder hat seine Aufgabe. Aber sie konnte es nicht aushalten, dass ihr Bruder besser war. Und so verbreitete sie schlechte Gerüchte über ihn. Und das ist etwas, was Gott missfällt. Und so wurde sie bestraft mit Aussatz. Und Mose tat Fürbitte für sie. In dem Moment, wenn Mose wütend geworden wäre, hat gesagt und sagte, na, schau an, was du dir selbst eingebrockt hast. Du musst jetzt leiden, du musst jetzt Verantwortung übernehmen für das, was du gesagt und getan hast. Das tat aber Mose nicht. Sondern er betete für sie. Der Neid, wenn du ihn sozusagen in deinem Herzen schon überwunden hast
und nichts gesagt hast, dann merkt es keiner und der Neid ist wieder vergangen. Dann verschwindet der Neid. Wenn du diese Neid nicht überwindest, dann kommt Sünde dabei hervor. Aber wenn man den Neid nicht überwindet, dann kommt Sünde dabei hervor. Und dann tut man Dinge. Aber Gott weiß das alles. Hier wird uns gesagt, wenn deine Werke und dein Mühsal von den Menschen nicht erkannt werden, ist nicht schlimm, denn Jesus kennt sie. Und wenn du Dinge tust, die du schon 100-mal getan hast, die zum Guten dienen, aber keiner sieht sie, dann brauchen wir trotzdem nicht enttäuscht sein, denn Jesus sagt uns, ich kenne deine Werke und deine Mühsal. Aber auch das Negative, der Neid zum Beispiel, sieht Gott. Und so musste Miriam ausgesondert werden für 7 Tage. Und abgesondert vom Lager. Er sagt, wenn dein Papa dir die Tränen auf den Gesicht schlägt, 门修，所以他是被神吐口水的人。 Und Miriam wurde sozusagen beschämt durch Gott. 所以当神的在为神工作的人要很小心。 Und wir also, wenn wir für Gott arbeiten, müssen wir sehr vorsichtig sein. 马拉基书我们有讲过哈。 In Malachi haben wir auch schon darüber gesprochen. 早上起来有没有大便味道？ Müssen wir uns prüfen, ob wir nicht Unrat der Tiere im Gesicht haben, wie die. 因为神会用那个什么，那个你献祭畜生的那个污秽抹在你脸上。Wie wir in Malachi gelesen haben, der Unrat der Tiere vom Opfer wird Gott dir ins Gesicht schmieren, wenn du nicht lebst. Und das stinkt. 那比较轻一点就吐口水。 Und sozusagen das sanftere Beschämen ist durch Spucke. All das ist ein gewisser Ausdruck von diesem Beschämtsein. Zurück zu der Ältesten, zu der Frau des Ältesten, die ich angesprochen habe. Sie hieß Lin. Und sie wurde dann, über sie wurden dann Gerüchte verbreitet, auch durch andere Mitarbeiterinnen. Was tat sie? Sie hat sehr viel Arbeit der Liebe investiert. Und zum Beispiel, wir beginnen als Beauftragte, zum Beispiel Cholpon. Bella. Und ihr tut vieles, aber dann fangen die Leute an zu reden und sagen, ah, dieses und jenes passt nicht. Aber ich ermahne euch, ihr dürft nicht sagen, ich mache es nicht mehr. Das ist das Schlimmste. Es gibt immer mal wieder Streiks. Ich streike jetzt. Aber wir müssen darauf achten, unser Chef ist nicht Susan und ich bin auch nicht euer Chef. Sondern? Gott ist euer Chef, er hat euch berufen. Mit dieser Einstellung müssen wir an die Sache rangehen. Wenn andere dich kritisieren, und natürlich muss man prüfen, ob man richtig liegt, wenn man Recht hat. Natürlich, wenn du falsch liegst, andere kritisieren dich, dann sozusagen, also Pech gehabt, musst du dich korrigieren. Ja. Wenn du aber mit reinem Gewissen die Arbeit der Liebe getan hast, nach bestem Wissen und Gewissen, dann braucht man sich von niemandem
zu verteidigen. Natürlich kann man mit dem Prediger sich darüber austauschen. Wir können gemeinsam beten. Und die Frau des Ältesten, von der ich berichtet habe, die Frau Lin, sie war sehr traurig, Schwester Lin, und hat aber sehr eifrig dann gebetet. Und war erfüllt vom Heiligen Geist. Und sie hörte eine Stimme. Eine sehr mächtige und doch liebende Stimme. Und die Botschaft von der Stimme war, es reicht, wenn ich es weiß. Und ihr Zeugnis war, dass als sie das hörte, dann war sie wie im Himmel. Und all die Last der Welt, all die Gerüchte, all das, die Kritik der Menschen, das fiel von ihr ab. Und sie war wie befreit davon. Denn wenn Leute anfangen, über dich zu reden, dann hängt dir das an wie so Kletten. Und von da an wusste sie, dass egal was die Leute sagen, sie kann beten. Und so war ihr Dienst für Gott, ihre Arbeit der Liebe sehr entspannt. Bei ihrer Beerdigung war ich dann auch vor Ort. Sie ist mit über 90 dann verstorben. Und da wurde in der Erinnerung an sie auch dieses Zeugnis wiederholt. Wenn Gott unsere Werke, unsere Mühsal kennt, es ist nicht nur, wenn Gott sie kennt, Gott kennt das auf jeden Fall. Dann ist es nicht so schlimm, dass andere nicht davon wissen. Auch wenn wir dafür kritisiert werden, weiß Gott es. Wir brauchen uns selbst nicht verteidigen und uns rechtfertigen. Heißt nicht, dass wir gar nichts sagen und nicht kommunizieren. Aber das ist kommunizieren. Und wenn wir das gesagt haben, was uns auf dem Herzen liegt, dann ist das so. Es gibt manchmal verschiedene Blickwinkel auf eine Sache. Das ist vielleicht dunkles Grün. Falsch. Okay. Das ist dunkles Blau, sorry. Aber sagen wir nicht, Gottes, sagen wir nicht, unser Dienst für Gott muss rein sein, sollte das nicht weiß sein? Haben die das designt haben, sich nicht gut zu Ende gedacht? Man könnte so anfangen, ne? Und den Lobgesang in dem dunklen Blau so kritisieren. Und sind dann die, die diese Farbe ausgewählt haben, nicht, fühlen die sich nicht angegriffen? Und dann vielleicht ist dann die Antwort, nein, dann mach's doch selbst. Das ist aber, so sollten wir aber nicht reagieren. Wenn es Meinungen gibt, kann man die zusammenführen. Und wir kommunizieren im Herrn. Und also, wenn wir vom Geist bewegt werden, können wir uns im Geiste austauschen. Ich bin, was ich bin. Und dann, wodurch? Durch die Gnade Gottes.
并且保罗呢,他是格外的劳苦, und der Paulus hat extra mehr gearbeitet, hatte extra große Mühe. 人家如果这样就很劳苦了,但是加倍的,有更高一层的。 Und wenn die Mühe sozusagen auf einem Level ist, hat noch extra Mühe gehabt. 这个要很小心啊。 Und da müssen wir besonders aufpassen. 如果你很努力, wenn du dich sehr angestrengt hast, 那你若是比别人更努力, und sozusagen alle um dich herum strengen sich auch an, aber du tust noch etwas mehr. 如果说五个负责人,他比别人要更努力。 Zum Beispiel, wir haben insgesamt 6 Beauftragte, 5 tun ihre Aufgabe, du machst dabei sozusagen extra mehr und du wirst gelobt und sagst, 你真的更努力, du bist besonders fleißig. 到最后呢? Und dann? 要学保罗. Dann müssen wir von Paulus lernen. 不要学扫罗. Und nicht wie Saul. 保罗以前叫做扫罗嘛. Denn Paulus war früher Saulus. 那扫罗到最后头会掉下来. Saulus, am Ende verliert er seinen Kopf. 为什么? Warum? Und wenn 5 gemeinsam arbeiten, du der 6. bist und hervorstichst, und dann kommt ein Messer, und dann ist es dein Kopf, der abfällt. Es sind nicht andere Menschen, die dir den Kopf nehmen, sondern der Satan. Wie geht Paulus damit um? Wir kehren zurück zum 1. Korinther Kapitel 15. Lesen wir Vers 10. Sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. 哇,这个是第一名嘛, 对不对? Und hier ist wieder der Erste geworden. 你看, 比他们格外劳苦, ist wieder der Gewinner und sagt, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. 好,那这句话一直讲,讲到最后呢, 他就变第一名了, 对不对? Wenn das ständig wiederholt, und dann sozusagen gibt es keinen außer ihm. 哇,这他做圣工,劳苦, 第一名。 ist der am meisten für Gott getan hat, er hat die meiste Mühe, er hat am meisten von allem. 我们再念下去,如果继续这样的,保罗会死掉的。 Und wenn wir weiter so lesen, so wird Paulus sterben. 他怎么说呢? 这个我, was sagt er? 这原不是我, nicht aber ich. 这个很奇妙, das ist sehr besonders. 我很比众使徒格外劳苦。 Er sagt, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. 哎, 这不是用嘴巴的, ha? Das ist, hier muss man darauf achten, das sagt man nicht nur so. 是,真的是他比众使徒更加劳苦。 Sondern tatsächlich hat mehr getan. 但是呢, 接下来说, 这原不是我。 Aber nicht ich, nicht aber ich. 奇妙就在这里。 Darin ist das Wunderbare. 你在做。 Du tust es. 不是你在做。 Aber du tust es auch nicht. 哎, 这个奇怪了,这个。 Wie können wir das verstehen? 是真的你在做,不是靠嘴巴做, oh, tatsächlich tust du Sachen, du redest nicht nur darüber. 但是呢, aber nicht ich. 是什么? Sondern? 是神的恩典与我同在, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. 同在这个词, dieses mit mir sein. 这个, 有一个固定的词, das ist ein feststehender Begriff. 你查过圣经, 一二十次, wenn du die Bibel fleißig gelesen hast, 哎, 都是人的, dann, 谁跟谁同在一起, dann sehen wir, dass es diesen Begriff 10-20 Mal gibt. 你看路加福音24章24节, ein Beispiel ist zum Beispiel in Lukas 24:24. 又有我们几个人, 就是同我们在的几个人, also da wird von einem Wir gesprochen und das ist auch Leute, die mit uns sind. Apostelgeschichte 1,22 zum Beispiel auch. Dass sie einen aussuchen sollen, der mit uns ist. Mit,
Mit mir oder mit uns oder mit Dosen. Mit mir, mit uns. All das sind andere Menschen, die mit uns sind. Paulus spricht hier aber nicht, verwendet diesen Begriff, bezieht diesen Begriff aber nicht auf andere Menschen, die mit ihm sind. Er war noch fleißiger, hat noch mehr gearbeitet. Aber mit wem? Sondern mit Gottes Gnade. Gottes Gnade, die mit ihm ist. Was hat er also getan? In der Arbeit für Gott hat er noch mehr getan, noch mehr gewirkt. Nicht er, sondern Gottes Gnade, die mit ihm ist. Das ist sehr wichtig. Wenn wir das nicht verstanden haben, dann enden wir in dem Trugschluss und denken, ohne mich fällt die ganze Gemeinde auseinander. Wenn wir ein solches Herz haben und die Dinge laufen nicht so, wie wir uns das vorgenommen haben, und dann sage ich vielleicht, ich Choipon mache nicht mehr und dann muss die Gemeinde schauen, wie sie ohne mich zurechtkommt. Und dann, wenn nach 3 Tagen tatsächlich die Gemeinde zusammenbricht, dann denkst du, siehst du, hatte ich doch recht. Und was ist dann das Ergebnis? Am Ende willst du dann vielleicht Gott werden, dann bist du vielleicht Gott. Weil tatsächlich diese Gemeinde ist von Gott errichtet. Und wenn es so wäre, dass ohne dich die Gemeinde zusammenbrechen würde, dann wärest du ja eigentlich Gott. Ich bin, was ich bin. Vielleicht warst du früher schon ganz gut. Vielleicht warst du früher auch nicht so gut. Wie dem auch sei. Durch die Gnade Gottes heute sind wir geworden, was wir sind. Das ist ein sehr wertvolles Amt, was wir nun haben. Und Gott weiß, dass was wir haben, ist Arbeit und Mühe. Gott sieht es. Und heute Nachmittag reden wir weiter darüber. Lasst uns weiter Lobgesang singen, 451.